Du, Carsten, sag doch, Geld spielt keine Rolle. Ja, bei mir schon. Dachte ich mir. Ja, was meinst du, was 6 Kinder kosten? So, damit ihr wisst, was morgen früh gleich auf euch wartet, kleine Kostprobe. Ihr werdet mir schnell mal ein paar Einwände bringen. Wir machen das ganz, 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 ganz schnell. Wir teasen einfach die Wunschtechnik nochmal schnell durch und ich werde euch ein kleines Feuerwerk geben, damit ihr wisst, wie vielfaltenreich und flexibel diese Technik ist. Dauert 5 Minuten, wird schnell Feuerwerkskörper. Beispiel. Fangen wir einfach an. Von da, von ihm, durch die Bank und einfach nach vorne. Beeilt euch bei der Findung eurer Einwände. Ich bin schon bereit. Bitte. Mit dem Mikrofon wäre das ziemlich super. Wo ist es denn? Jana, hast du Mikrofon? Es ach, Jana. Ah, Jana war in Trance. Bitte schön. Ich stelle nur die Gegenfrage. Und zwar, hinter dem Einwunsch existiert grundsätzlich ein... Hinter dem Einwunsch existiert grundsätzlich ein Wand. Einwunsch. Die Technik folgt dem Prinzip der Definition, dass hinter jedem Einwand ein Wunsch versteckt ist. Den gilt es auszulesen und in eine Gegenfrage zurückzuwerfen, in eine echte Suggestionsfrage, Suggestivfrage. Ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann als Kunde, dem ich mich nicht erfolgreich widersetzen kann. Du fühlst nach der Gegenfrage, dass du gerne Ja sagen möchtest. Das genügt uns. Du musst nicht Ja sagen. Wenn du Ja sagen möchtest, sag Ja, damit wir es laut und deutlich hören. Ja wäre dann das Signal, das Mikrofon weiterzugeben an den Nächsten. Okay, oder an den Übernächsten. Ja? Dein Einwand. Das will ich nicht, das kenne ich schon. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass es sich um etwas handelt, was wirklich neu ist und Sie wirklich verzaubern kann. Nicht wahr? Ja. Danke. Einwand. Ich werde schon lange gut beraten. Mhm. Dann ist es also von besonders großer Bedeutung für Sie, dass der Sie im Moment berät, einem zusätzlichen Berater von ganzem Herzen zustimmt, weil es Ihnen nützt, nicht wahr? Ja. Gut, weil wie viele Menschen gibt es, die 2, 3, 4 Berater haben? Unterschiedliche Ärzte, unterschiedliche Anwälte, oder? Also, bitteschön. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was für mich bringt. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass das, was ich Ihnen zeige, so eindrucksvoll ist, dass es noch lange nachhält und Sie von Beginn an interessiert. Ja. Ja, können wir gelten lassen. Gut. Bitte. Unternehmensberater wollen doch immer nur mein Geld, aber letztlich bringt es doch meinem Unternehmen nichts. Dann ist es also für Sie von großer Bedeutung, dass wir nicht nur Ihr Geld nehmen, sondern für jeden genommenen Euro 2 Euro zurückliefern, nicht wahr? Ja. Prima. Das habe ich schon. Dann ist es also wichtig für Sie, dass das, was ich Ihnen zeige, alles Bestehende nicht in Frage stellt, aber so ergänzt, dass das Bestehende nochmal richtig gut wird. Nicht wahr? Ja. Gut, ja. So, nach vorne. Achso, wir wollten nach vorne gehen. Ja, ja, sonst wird es vielleicht ein bisschen zu lang, ja? Aber kannst zurufen schnell. Hattest du einen schönen, fiesen Einwand für mich? Ich mache das alles selber. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass wenn ich Ihnen schon zur Hand gehe, dass Sie feststellen, dass wir gemeinsam das dreifache Ergebnis erzielen. Nicht wahr? Prima. Weiter. Versicherungen zahlen sowieso nie. Dann ist es für Sie also von großer Bedeutung, dass diese Versicherung geliebt wird, weil sie immer zahlt. Nicht wahr? Korrekt. Gut. Also, von wem auch noch, stellen wir gleich fest. Ja? Das interessiert mich nicht. Dann ist es also für Sie von großer Bedeutung, dass ich Ihnen nur die Dinge zeige, die Sie so interessieren, dass Sie fast atemlos vor mir stehen und mehr wissen möchten. Nicht wahr? Ja. Gut. Es hat sich doch sowieso noch nie jemand um mich gekümmert. Dann ist es also für Sie von großer Bedeutung, dass ich damit beginne. Nicht wahr? Nee, ist nicht mehr logisch. Ja? Gut. Schicken Sie mir erstmal etwas zu. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass Sie super vorbereitet sind auf meinen oder auf unseren Termin, nicht wahr? Ja. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass die Unterlagen von Beginn an vor dem Termin schon zeigen, warum sich der Termin wirklich lohnt, oder? Das ist richtig. Prima, fühlt sich gut an, ja? Ja, dein Nachbar. Das Produkt brauche ich nicht. Dann ist es also von immenser Bedeutung, dass wenn Sie schon ein neues Produkt kennenlernen, recht rasch erkennen,
dass es einen sehr wohl enormen Gebrauchswert für Sie haben wird, oder? Gut, und nur darum geht es. Gib mir eine Ausnahme und ich stoße mit meinem Argument hinein. Was gibt es denn zu lachen? warte. Ich will es mir nochmal überlegen. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass sich die Entscheidung morgen genau noch so klaffer anfühlt wie heute. Ja. Gut, dann lass es uns heute entscheiden. Ja, also, dass sich die Entscheidung genau noch so klaffer anfühlt wie heute. Ja, morgen genau noch so klaffer wie heute. Genau das hat der Verkäufer vorhin auch behauptet. Ah, es hat nicht funktioniert. Dann hat es also große Relevanz für Sie, dass das, was ich Ihnen zeige, wirklich funktioniert. Wirklich. Ja, das ist ganz einfach. Bitte? Betriebliche Altersvorsorge brauchen meine Mitarbeiter nicht oder interessiert die nicht. Dann ist es also von unschätzbarem Wert für Sie, dass Ihre Mitarbeiter die Einsicht in die BAV entwickeln und gemeinsam an einem Strang ziehen und dieser Firma einen großen Gefallen tun und hinter der Sache stehen. Erkennen, dass es gut ist, nicht wahr? Ja. Prima. Wie ich es anstelle, sage ich es gleich. Ich brauche erstmal dein Go. Ja? Frank, möchtest du? Mein so schnell könnt ihr das sowieso nicht mitschreiben. Der Fadenschreiber. Mein Steuerberater sagt, das funktioniert nicht, dieses Mist. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich mindestens 200 Steuerberater aufführen kann, die genau das Gegenteil beweisen, nicht behaupten. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass ich Ihrem Steuerberater die letzte noch fehlende Information liefere, damit er seine Meinung ändert und zwar begründet und nicht, weil ich braune Augen habe. Ja. Prima. Jürgen. Herr Bayreuther, ich habe zu wenig Patienten, zu wenig Umsatz. Das lohnt sich nicht, was Sie mir da als Dienstleistung anbieten. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass durch die Dienstleistung nicht nur Ihre Kosten gesenkt werden, sondern dadurch auch die Patientenzahl steigt. Ja. Gut. Wäre zum Beispiel eine Software. Ja? Also der Umsatz. Es gibt ja wirklich noch Ärzte, die wirtschaften wie Hinterwäldler. Also nicht so schlimm wie das Berliner Finanzamt. Ja, also die haben ja, ich weiß nicht, haben die Mittler? Wer ist beim Finanzamt von euch? Spione raus! Hier, also. Frank gehört das Finanzamt. Ach, Sozialstunde im Finanzamt, ja? Pinseln. Also. Ich bin mit meinen Anbietern über Jahre hinweg sehr zufrieden. Das heißt, dann ist es Ihnen wirklich wichtig, dass, wenn Sie schon mal was Neues wagen, dass es mindestens genauso gut ist. Mindestens genauso gut. Ach, was sage ich? Deutlich besser als das, was Sie schon kennen. Oder? Hier. Ja, ist doch einfach. Ich habe einfach gar keine Lust, mich mit Ihnen zu treffen. Das heißt, dann ist es wichtig für Sie, wenn Sie sich schon mit einem Vogel wie mir treffen, dass die Lust damit beginnt, zu wissen, wofür das Treffen gut sein soll, nicht wahr? Gut, jetzt kann ich ihm das verkaufen. Ja. Also, bitte. Ich habe jetzt keine Zeit, wir sind im Jahresendgeschäft. Dann ist Ihnen also wichtig, dass wir einen Zeitpunkt finden, wo es richtig gut passt. Weil Sie wissen ja, wie es ist. Etwas, was gut ist, wird nicht automatisch schlechter, nur weil es eine Woche länger warten muss, bis Sie davon profitieren, oder? Ja, richtig. Prima. Gut. Ja, Herr Bayreuther, dafür habe ich leider überhaupt kein Geld, weil ich gebe mein Geld lieber sofort heute aus. Was weiß ich denn, was morgen kommt? Geht zum Altersvorsorge, ja? Kannst du ihn einmal nochmal wiederholen? Der ist schön fies. Ja, Herr Bayreuther, für sowas habe ich überhaupt kein Geld, weil ich gebe mein Geld lieber heute aus, was weiß ich denn, was morgen kommt. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass egal was morgen kommt, Sie immer auf der sicheren Seite sind. Ja, auf jeden Fall. Prima, wie erreichen wir das? Was könnte diese Sicherheit morgen schon jäh verhindern und zerstören? Ja, Sie wollen mir doch jetzt nicht sagen, dass Sie mir Garantien geben können, dass ich gesund bleibe und dass ich das viele Geld, was ich mit Ihnen verdiene, später dann irgendwann nutzen kann, oder? Das heißt, Sie planen schon ein, dass man mal krank werden kann, nicht wahr? Ja, es ist doch so. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass das, was ich Ihnen verkaufe, auch während Sie krank sind, wunderbar funktioniert und Ihr Budget nicht überstrapaziert. Im Gegenteil, gerade weil Sie krank sind,
dann besonders gute Dienste leistet, nicht wahr? Ja. Aber für die Finanzdienstleister, die manchmal so Riesterrenten aufschreiben, ich kann nur 25 Euro anlegen. Ja, wieso? Ja, ich will jetzt leben. Haben wir auch noch eine coole Einwandbehandlungstechnik, die Zielhinterfragungstechnik. Ja, oder die BAV verkaufen oder wie heißen die anderen Dinger noch, diese komischen Berufsunfähigkeitsversicherungen. Ja, komisch, ich lebe jetzt. Ja. Junge Menschen, ich brauche jetzt Kohle. Ja, so. Aber das können wir auch morgen, wenn wir noch Zeit haben, mal kurz mit einfließen lassen. So, und zum Schluss. Ja, Herr Bayerreuther. Der Henning, das, ja? Richtig. Ich habe das letzte Woche, letzten Monat erst von meiner Bank überprüfen lassen und die sagten, das wäre alles in Ordnung so. Da wären keine großen Fehler drin. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass diese Ordnung für die nächsten 50 Jahre erhalten bleibt, nicht wahr? Und ja, durch mich nicht zerstört wird. Richtig. Dann ist es also wichtig für Sie, dass ich genauso zuverlässig anbiete wie Ihre Bank. Auf jeden Fall. Dann ist es also wichtig für Sie, kein Risiko mit mir einzugehen. Richtig, aber was ändert sich denn dadurch, dass durch diesen einen Monat später jetzt? Jetzt verstehe ich nichts mehr. Warte, einen Monat später? Was ändert sich denn daran, wenn meine Bank vor einem Monat gesagt hat, dass alles in Ordnung ist? Was hat sich denn jetzt in dem einen Monat geändert? Ach, jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann ist es also wichtig für Sie, dass mein Produkt überhaupt nichts mit den Produkten der Bank zu tun hat. Nicht wahr? Nö. Was sagst du jetzt? Sind Kunden in der Lage, Produkte zu vergleichen und zu beurteilen? Bei der Vielzahl sind sie nämlich gar nicht. Die wenigen Spezialexperten. Wenn sich Verkäufer beschweren, dass ein Kunde sagt, oh, hier riecht es aber nach Kaffee. Aber der Boden ist voller Erdöl. Aber genau Bescheid wissen, das ist Kaffee. Nur weil er dunkel aussieht und ein bisschen muffig riecht, ein bisschen erdig. Ja? Wie schwarzer Kaffee. Wie viele Male hast du dir schon die Frage gestellt, woher weiß er das? Produkte sind nämlich so gut wie nicht vergleichbar, was den Finanzmarkt betrifft. Das ist wohl richtig, ja. Ja, sagst du das dem Kunden? Natürlich nicht. Also sagst du ihm lieber sowas, dann ist es ihm also wichtig, dass es sich bei unseren Produkten um etwas völlig anderes handelt, als das, was ihre Bank bereits kennt. Alternative. Dann ist es ihm also wirklich wichtig. Ich habe zwar den Einwand noch nicht richtig verstanden, er spürt das, ja? Und so, dass das, was ich Ihnen anbiete, deutlich besser ist, als das, was die Bank anbietet. Und darüber hinaus Ihr Banker noch sagt, wow, wo haben Sie denn das her, nicht wahr? Das wäre schon mal gut, ja. Gut. Aber ich habe den Einwand immer noch nicht verstanden. Ja, gut, aber intuitiv. Ja. Mag Sie Ihr Banker? Ich denke schon, ja. Würde er Ihnen auch eine Empfehlung aussprechen? Sicherlich. Glauben Sie, dass Ihre Bank ehrlich zu Ihnen ist? Klar, er hat sein ganzes Geld angenehm. Was will er denn jetzt sagen? Glauben Sie, dass Ihre Bank ehrlich zu Ihnen Natürlich. Ist? Würde sie Ihnen auch sagen, kaufen Sie, obwohl es nicht in unserem Sortiment aufzufinden ist, das Produkt? Das bezweifle ich allerdings. Wie ehrlich ist denn dann der Banker unter diesen Aspekten? Tja, da muss ich wohl noch drüber nachdenken. Das heißt, dann ist das Urteil vor einem Monat doch nicht so substanziell, nicht so, oder? Unter dem Gesichtspunkt dann sicherlich nicht. Richtig, unter diesem Gesichtspunkt nämlich nicht. Wie klug war es dann, die Bewertung der Bank als Grund dafür heranzuziehen, mein Produkt nicht zu kaufen? Eher unklug. Das habe ich ihm aber nicht gesagt, darauf ist er gerade selbst gekommen. Über ein paar Frageschleifen. Habt ihr das soweit? War das akustisch? Gut? Ist geil, oder? Alles gut. Wollt ihr das auch können? Muss man lernen, ja? Und so. Oh, was würde ich dafür geben, wenn es so ein USB-Chip gäbe hier? 10.000 Euro von deinem Konto abgebucht und gleich hier rein. Ja? Und so. Also, seht, das kann man alles lernen. Ich habe das weder erfunden. Bitte? Ich sage euch noch was zu der Behauptung, ich habe das nicht erfunden. Muss ich noch ergänzen. Achso, ja, Mikro, genau. Mikro, nochmal Mikro nach hinten. Schmeiß mal. Während das Mikro nach hinten geht, war da hinten noch eine Frage? Super. Einwand war schon dabei, ja?
Ha, super. Ach so, der Akku ist leer. Ist ja auch ein guter Einwandkiller. Ich habe die Frage, du hast den Kunden jetzt, du hast ihn langsam vorgeführt, dass er so drauf kommt, Mensch, wie dämlich bin ich eigentlich. Der stellt hier Fragen, wo ich langsam mitkriege, ich habe der Bank vertraut, das ist dämlich von mir. Ich habe Ihnen gerade, den Verkäufer, der mich gerade anruft, noch nicht frequentiert. Das ist auch dämlich von mir, wie dämlich bin ich eigentlich. Da kann es doch passieren, dass er an irgendeiner Stelle sagt, das muss ich mir nicht gefallen lassen und einfach auflegt. Weil ich finde, soweit war es, also in diesem Gespräch hätte es dazu kommen können. Wer teilt die Ansicht von euch? Ja, genau. Hier. Wollen wir die Quelle mal fragen, wie er sich gefühlt hat? Ist er repräsentativ für dich? Ja? Dann nehmen wir mal das Mikrofon davon. Wir können ja das, den Akku nochmal schnell austauschen für das kurze Statement. Nee, lieber nicht. Oder lieber das Mikrofon nach vorne geht's geben. Geht's wieder ja? kaputt. Ja, ich hole mal den anderen Akku. Ja? Gut. Ja. Merci. Ich meine, weder er noch ich wussten, was als nächstes geantwortet wird und gefragt werden würde. Du hast spontan reagiert, du hast diesen Dialog möglicherweise heute zum ersten Mal durchlebt. In der Form sicherlich das erste Mal. Okay, wie hast du dich gefühlt? Welche Gedanken begleiteten dich? Zwischenzeitlich musste ich dann auch erstmal überlegen, aber im Prinzip habe ich mich dabei gut gefühlt. Okay, das kann natürlich jetzt niemand konkret nachvollziehen, wer es nicht selbst erlebt hat. Beschreib mir mal, wie Liebe geht, wie sich das anfühlt. Ja, da fehlen mir jetzt die Worte. Ja, so. Was müssen wir nehmen? Eine Hilfskonstruktion. Liebe ist. Und dann kommen so Metaphern. Dann können wir uns ungefähr ausmalen. Hast du dich sicher gefühlt? Überrumpelt? Nee, überhaupt nicht überrumpelt. Gut, überhaupt nicht überrumpelt. Wir können den Dialog gerne nochmal wiederholen. Dann könnt ihr nochmal hineingehen in diesen Dialog und nochmal die einzelnen Schritte verfolgen. Da war noch eine Frage ohne Mikrofon. Beschafft er erstmal ein Mikrofon, bitteschön. Danach einfach rein. Und zwar... Also mein Eindruck ist einfach, ob das Ihre Technik jetzt gelingt, gut geht oder nicht, ist einfach, ob Sie dem Kunden den Eindruck vermitteln, dass er auf der anderen Seite einen intelligenten Gesprächspartner hat, der ihn ernst nimmt. Wenn er das Gefühl hat, dann muss das gut gehen. Dann sehe ich keinen Grund dafür, warum das schief geht. Ich sehe auch keinen Anlass. Aber es wird irgendwann mal schief gehen, hundertprozentig. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, weil diese Einzelerfahrung überwiegt nicht das und ist geeignet dafür, eine ganze Technik einfach nicht mehr anzuwenden. Ja, in dem Fall waren das mehrere unterschiedliche Techniken. Ja? So, Frage Nummer 1, kriegen wir es noch zusammen? Wer hat mitgeschrieben, mitgehört? Frage Nummer 1, hat jemand sein Diktier? Frage Nummer 1 war, ich habe es letzten Monat von meiner Bank überprüfen lassen, die sagten, das war alles in Ordnung. Liebt sie ihre Bank? Ist etwas komische Frage, weil Liebe und Bank... Glauben Sie, dass Ihr Banker Sie mag? Das schon, ja. Glauben Sie, dass Ihre Bank ehrlich zu Ihnen ist? Ja, sicherlich, sonst wäre ich da kein Kunde mehr. Wie ging es dann weiter? Das heißt, wenn Ihre Bank Sie mag und ehrlich zu Ihnen ist, würde Ihre Bank unter diesen Aspekten Ihnen auch eine Empfehlung aus einem anderen Haus geben und Ihnen raten, kaufen Sie das Produkt, obwohl es nicht von unserer Bank stammt, das nicht aus unserem Hause. Pauschal erstmal unwahrscheinlich, oder? Das war nämlich der Knackpunkt. Ich glaube nicht, dass meine Bank mir ein Produkt empfiehlt von einer anderen Bank. Da habe ich eingehakt. Seine Grundüberzeugung ist, die wollen nur ihre eigenen Produkte verkaufen. Ein Verkäufer neigt manchmal dazu zu sagen, was, sie haben alles bei der Kasse? Gibt es überhaupt noch eine andere Bank, die im Determinativkompositum das Substantiv Spar trägt, außer die Kasse? Ja, die Sparda-Bank. Ach so. Aber, ja, die gut, aber mit Kasse ist, die Sparkasse ist keine Bank. Er antwortete, nee, das glaube ich nicht, dass die ein Produkt aus dem Hause, aus dem anderen Hause empfehlen. Obwohl es gut ist. Da war der Knackpunkt. Logik verstanden. Meine nächste Frage war welche? Wie ehrlich ist denn Ihr Banker? Ich hätte jetzt noch hinzufügen können, obwohl er sieht, dass es gut für sie ist. Wie gut meint er es dann? Brauchst du gar nicht. Ja? Wie ehrlich und liebend ist denn unter diesen Aspekten dann Ihr Banker?
Eher nicht so. Es ist seine Idee vom Geschehen. Er sagt, was ihn erwarten wird. Deshalb ist es relativ unwahrscheinlich, dass er sich selbst widerspricht und an den Galgen liefert. Seine Erkenntnis. Ich habe gar kein Risiko. Ich habe nur das verwendet, was er mir gibt. Keine Silbe stammt von mir. Es ist sein Modell der Realität. Deshalb geht rein und probiert es aus. Wenn es schief geht, könnte zum Beispiel, da hast du vollkommen recht, könnte es mal eine Situation geben, wo der Kunde sagt, ach du Scheiße, habe ich mir gerade selber abgeschraubt? Kann ich das überhaupt, eine eigene Entscheidung zu revidieren? Das fällt vielen schwer. Obwohl sie wissen, dass es richtig wäre, aufzuhören damit, mit womit auch immer, tun sie es nicht. Weil noch ein größeres Interesse dagegen spricht. Zum Beispiel einzugestehen, dass man sich über 10 Jahre lang getäuscht hat. Wer das weiß als Verkäufer, sagt natürlich, ich weiß, wie Sie gerne antworten möchten. Allerdings ist es aber auch verständlich, wer kann sich schon binnen 3 Minuten eingestehen, dass er vielleicht vor 10 Jahren eine andere Entscheidung getroffen hätte. Dass er vielleicht nicht. Sie wissen schon. Meinen Sie, ich wäre dazu in der Lage? Ich würde jetzt erstmal überlegen, nämlich Einwand-Vorweg-Technik, wie kriege ich den Verkäufer wieder beruhigt? Wie wahre ich mein Gesicht? Wie können wir das Gespräch erstmal vertagen, damit ich erstmal klarkomme mit dieser kleinen Erkenntnis? Ja, deshalb, wenn Sie sich jetzt sagen, oh, am liebsten wäre mir es, wenn wir das Gespräch erstmal abbrechen und ich mich sammle, bin ich voll bei Ihnen. Dann ist es Ihnen also wichtig, dass wir das später fortsetzen. Wäre gut, ja. Prima. Wie fühlt sich das an, sich zu sammeln? Sicherlich, zwischenzeitlich mal sinnvoll, ja. Okay, gut. Also, dann kannst du auch wieder weitermachen und kannst das Risiko minimieren. Also, okay, gut. Genug für YouTube. Also, bitte. Habe ich doch gesagt. Ja, aber hinten mit Kasse. Das Determinativkompositum ist ja das Bestimmungssubstantiv dessen, was hinten folgt. Und das ist Kasse. Das Determinativkompositum wäre Spar. Ist doch auch egal. Es gibt noch Darlehenskasse. Ja, aber die Sparkasse ist ja auch keine Bank. Ach so, ist ja eine Kasse. Sonst hieße sie Sparbank. Die machen Kasse. Das sowieso, ja. Mit mir auch. Also. Ja, kann ich noch einen? So, bis hierhin. Alf wollte noch was. Alf? Jawohl. Ja, ich kann das Verfahren nicht mehr mal einsetzen, weil ich habe überhaupt kein Personal bei mir in der Praxis dafür. Ha! Dann ist es also von besonders großer Bedeutung für Sie, dass das Verfahren so viele positive Veränderungen bewirkt, dass Sie aus dem Vollen schöpfen können und sich alles Personal leisten können, was gerne mit Ihnen zusammenarbeiten möchte. Perfekt, danke. Prima. Oder dann ist es Ihnen wichtig, dass es auch ohne Personal funktioniert und Sie das ganz ratzfatz nebenbei geht anwenden. Nämlich online, ja? Genau, dann ist es für Sie wichtig, dass es völlig ohne Personal läuft, nicht wahr? Das erste Mal hat besser gepasst. Ja, fühlt sich vielleicht besser an, aber ihr braucht ja kein Personal. Nicht jeder dafür, Arzt will ja doch, Personal also, beschäftigen. Am Anfang schon. Okay. Will noch jemand was zum Flirten? 3 Flirteinwände? Nein, jetzt nicht mehr, Carsten. Flirten tut keiner, sind alle vergeben. Los, noch ein, kurz 2 Minuten Spaß, dann hauen wir ab. Na gut, ja? Dann bring ihm doch mal einen Flirteinwand, Klaus. Wir verkaufen ja heute nichts, machen wir alles vielleicht morgen. Ja, und so, ihr könnt euch jetzt in Ruhe erstmal drüber schlafen. Dann flirte jetzt und noch morgen, mal mit Klaus. Morgen passt es dann schon. Wir werden morgen Mittag 10 Minuten Fragen beantworten zu diesem Trainings. Ja, so, okay. Bitte. Soll ich die jetzt anmachen oder soll ich? Also, abwimmeln. Mikro nicht vergessen, also, genau. Mich abwimmeln. Wäre es gut, wenn eine Frau mich abwimmeln könnte? Sonst denken alle, ich sei homosexuell. Das denken sie nur so. Das heißt also, es ist dir wichtig, dass das Weltbild der Verkäufer da draußen nicht zerstört wird. Nein, nur wir sind wenn ja nicht im Fußball, wir sind in einer intelligenten Branche. Genau. Also, kein Problem. Also, los, fang an. Wimmel mich ab. Ich bin schon vergeben. Hier ist mein Ring. Dann ist es dir also wichtig, dass niemand davon erfährt. Alternative? Dann ist es also wichtig für dich, dass das Abenteuer sich auch morgen noch gut anfühlt und kein schlechtes Gewissen hinterlässt.
Ich bin nicht davon Abenteuer aus. Dann ist es dir also wichtig, dass wenn du dich schon in mich verliebst. Dass wenn du dich schon in mich verliebst, dir leicht fällt, Adieu zu sagen. Wir machen das so, du fragst meinen Mann Frau, wenn nichts dagegen hat, dann ja. Mhm. Bring mal noch was, ist gerade so schön. Du bist nicht mein Typ. Dann ist es dir also wichtig, dass du mit geschlossenen Augen das erlebst, von dem du glaubst, dass ich dein Typ bin. Ich habe die Augen gerne offen. Dann ist es dir also wichtig, an mir Seiten zu entdecken, die deinem Traumpartner entsprechen. Dafür reicht meine Fantasie nicht aus. Dann ist es dir also wichtig, dass ich die Fantasie anheize. Dann ist es dir also wichtig, dass ich Dinge vermag, in dir zu entfachen, die mein Äußerliches völlig in den Hintergrund treten lassen, nicht wahr? Das sagst du doch jeder, oder? Dann ist es dir also wichtig, dass ich es nicht nur sage, sondern dass es Bestandteil meiner Identität ist. Tropf, Tropf, Tropf. Dass es zu meinem Wesen gehört. Hast du noch was? Haben wir jemand anders? Hat die Jana, wie wär's? Also, ihr seht, das geht auch im privaten Bereich. Klar klingt es ein bisschen geschwollen. Weil wir hier in einem anderen Kontext, ich würde natürlich an der Bar was anderes sagen, also nicht was komplett anderes, ich würde ein paar andere Worte benutzen, ja, weil die werden ja auch nicht aufgezeichnet. Wobei, bring mir mal einen, ganz urtümlich, ganz, ganz normal, einen Einwand, wie ich es an der Bar sagen würde. Das können wir immer noch rausschneiden, oder? Bitte. Ich soll dich wieder abwimmeln? Ja, wimmel einmal ab. Ich will meine Ruhe haben. Ich will nur was trinken in Ruhe. Dann ist es dir also wichtig, dass wenn wir schon gemeinsam was machen, dass du dich dabei nicht bewegen musst. Danke, schönen Heimweg. Tschüss, Servus.